Sie sind hier, 13. August 2018, 17.23 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Marcel Kittel verpasst den Sieg zum Auftakt. Urheberrecht Getty die Images. Auf der niederländischen Rundfahrt muss sich Sprintstar Marcel Kittel nur einem Sprintertalent geschlagen geben. Ein weiterer Deutscher landet in den Top 5. Der deutsche Sprintstar Marcel Kittel, Arnstadt, Qatar Alpecin, hat zum Auftakt der Bing Bang Tour in den Niederlanden den Etappensieg knapp verpasst. Nach 177,3 Kilometern von Herveen nach Boulsward musste sich der 30-Jährige dem niederländischen Sprinttalent Fabio Jakobsen, Quickstep Floss, geschlagen geben. Dritter wurde der Australier Caleb Ewan, mit Shelton Scott Max Walscheid, Neuwied, Sunweb, wurde als zweitbester deutscher Fahrer starker Fünfter. Einen Kilometer vor dem Ziel kam es auf dem nassen Asphalt zu einem Massensturz. Kurz zuvor war Kittels Teamkollege Rick Zabel-Unna ebenfalls gestürzt, von Sportinformationsdienst.